So, willkommen zu Part 6 unseres Starcraft 2 Let's Plays. Gestern haben wir diesen tollen Buggy bekommen, nachdem wir uns erstmal durch Ravenholm geboxt haben. Und Father Grigori uns dann zu den Minen geführt hat, durch die wir uns dann auch geboxt haben. Dann kamen wir ja hier raus. Und wir wurden mit einem Buggy ausgestattet, um jetzt die See, die Küstenroute zu nehmen zum Gefängniskomplex. Mal weiter. Gerade ist die Antlion Breeding Season, deswegen gibt es gerade sehr viele geschlüpfte Antlions. Solange wir in Fahrt sind, haben die uns nicht viel zu tun, dann können die uns ziemlich egal sein. Wenn wir stehen bleiben, tun sie weh. Ups, das war. Runterfallen wollte ich noch nicht. Interessantes. Sieht nicht so aus, nur kaputte Straßen. Dann wollen wir mal den der Straße hier vor. Lambda-Symbol. Wir wollen der Straße noch nicht ganz folgen. Ah, HP, sehr gut. Noch mehr HP. Ein ganz klein bisschen Energie. 15, um genau zu sein. Sonst ist nichts hinter. Sehr gut. Aber der Halt hat sich gelohnt und dem Achievement sind wir auch ein Stückchen näher. Ah, aber das Ding hat anders als das Airboat keinen Frontscheinwerfer. Aber wir fahren jetzt auch an der Küste lang und das über Tage. Ich glaube, wir brauchen auch keine Frontscheinwerfer. Also von so Endlines ein bisschen geschlagen werden tut höllisch weh, aber so eine Bruchlandung hinzulegen stört uns nicht. Na gut. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier kommen wir hoch. Dann müssen wir wahrscheinlich an der Küste weiter. Von der anderen Seite kommen wir ja. Na gut. Und da kommen die ersten Endlines. Ignorieren. Oh, was ist denn das für ein lustiges Gerät? Ich glaube, das hält die Endlines hält einem die Endlines vom Hals, aber ich weiß es nicht. Ein etwas anderes Symbol als. Ah, da ist aber doch noch ein. Der Platzenbluse auch schön. Das ist aber das Lambda-Symbol. Habe ich mir fast gedacht. Platz da. Au. Yay. So, gibt es da hinten noch irgendwas Schickes? Kann man die Tür hier öffnen? Kann man sogar... Oh. Okay, das machen wir erstmal. Hat auch nur 3 Granaten gebraucht, das dumme Ding zu killen. Nein, ich möchte nicht mit dir spielen. Aber hier waren, glaube ich, Granaten drin. Da stocken wir uns auch wieder auf. Hier, wunderbar. Jetzt kann man die Vordertür auch noch öffnen. Und kommen wieder raus. Sehr gut. Keine Ahnung, ob man das Ding ausmachen sollte. Ich mach's einfach mal. So, weiter geht's. Freie Fahrt,
freie Bahn mit Marzipan. Flotsch. Ist aber irgendwie auch schön, so Viecher zu überfahren. Das macht ein angenehmes. So, nächster Halt. Gucken, ob es hier irgendwas Tolles drin gibt. Ja, ein bisschen Energie. Nehmen wir mit. Da ist scheinbar nichts drauf. Wieso hat der denn rote Augen? Das ist auch neu, oder? Wo kommt der plötzlich her? Der stand gerade noch nicht. Naja gut, weiter geht's. Ein wenig Energie für mich. Was hat er sich denn da angeguckt? Aha. Der hat sich ein... Wer steht denn da oben? Der G-Man unterhält sich auch mit den... Leuten. Das ist ja interessant. Habt ihr ihn gerade gesehen? Da oben steht er immer noch. Jetzt geht er. Eieiei. Eigentlich müsste ich die Leute gleich mal ausfragen, was er denn so Tolles verkaufen wollte, aber... Ich habe nicht das Gefühl, dass sowas geht. Und was waren jetzt die roten für Typen? Spezielles Kill-Kommando oder irgendwie sowas? Hm. Sehr beunruhigende Entwicklung hier. Ja, fahren wir erstmal weiter. Ich hab sonst nichts mehr zu holen. Bisschen größere Käfer auf meiner Windschutzscheibe. Ist hier noch was Schickes drin? Im Boot liegt noch was. Ja, das Boot selber will ich nicht haben. Eine Schiff. Oh, jetzt bin ich mal runtergefallen. Ich wollte gerade eine Runde Schiffsschaukel spielen, aber gut. So. Kann man mit dem Ding auffahren? Wahrscheinlich nicht mehr, aber cool wär's. Ein bisschen Update, noch ein bisschen mehr Panzerung. Da sind wir schon. Wie kommt man jetzt hoch? Ob man mal außen rum war? Ja, das scheint richtig zu sein. Ist da hinten noch irgendwas? Ich habe vielleicht das Gefühl, dass es da oben weitergeht. Und hier gibt es auch nichts mehr. Ach, jetzt fährt er nicht mehr weiter. Der Buggy. Nein. So. Gordon Freeman. Was wir uns das letzte Mal noch reingeguckt haben, war die Ammo-Kiste hinten dran. Wurde uns ja versprochen. Get in the basement. Gordon Freeman. Oh, guck mal. Raketen. Ob wir da gleich noch was zu kriegen? Get in the basement. Ja, und da oben war gerade der G-Man. Was hat der denn mit uns jetzt hier? Was hat der den Leuten denn erzählt? Gordon Freeman. Ja, komm noch mit. Wir sollen in den Keller gehen, dann gehen wir erstmal in den Keller. Och, was willst du von mir? Kannst mich doch nicht immer nur... This steerable rocket launcher is our best bet for taking down a gunship. Ah, hello.
be right with you. Now, where was I? Ah, yes. Using the laser guide, you can steer your rocket past the gunship's defenses and prevent it from shooting down your rocket. This will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? Yes. Gordon Freeman. I couldn't have asked for a finer volunteer. Colonel Odessa Cubbage, at your service. Oh. Wir dürfen unser neues Spielzeug direkt ausprobieren. Damn. Let me just send a warning to Lighthouse Point, and then I'll come right up and lend a hand. Go on. Teach that gunship a lesson it will never forget. Remember, use the launcher's laser guide to steer your rocket past the gunship's defenses. Also im Gegensatz zu Half-Life 1 kann ich hier gerade den Laserguide auch gar nicht ausschalten. Im Gegensatz zu Half-Life 1 hier jetzt auch ein bisschen mehr Sinn macht, aber... ja. Treffer 1. Ah, weiß ich nicht, ob ich getroffen habe. Oh, ich brauche eine neue Munition. Ja, aber die hier. Gordon 1, Gunship 0. Oh, ein Achievement, wie schön. So. Ein paar HP hat uns das trotzdem gekostet. Können wir nochmal ins Häuschen gehen. Gibt es hier noch was umsonst? Ja, doch. Ja, ein bisschen HP, die war eh voll da, aber eine Rakete. Nehmen wir mit. Nein. Ihr habt keinen Ausguckmenschen mehr. Sehr interessantes Gerät, sehr schön. Ich will die Leiter benutzen. Ich will nicht mit den Dingern rumspielen. So. Da gerade sonst nichts kommt, gehe ich nochmal wieder in den Keller und guck mal, was die so von mir wollen, wa? Get going, Dr. Freeman. We know Eli Vance is depending on you. Well. That's that. I gather you've disposed of that gunship, Dr. Freeman. Your reputation, sir, is well deserved. I shall have someone open the gate for you immediately, so that you can drive on. I understand that Dr. Vance is in great need. Use extreme caution when approaching the bridge. Radio silence from that outpost leads me to believe it has come under Combine control. Still, you're clearly the right man for the job. You'll make it through if anyone can. Farewell. And please tell Dr. Vance that Colonel Cubbage regrets not having been able to rescue him in person. Alles klar. The men must now hurry on. The Eli Vance is held in distress most dire. Is there reason for delay? Nein, aber also ja, ich versuche euch zu folgen und euch zuzuhören und alles. Safely. Ja, ne? Je nach Definition von Safety. Aber weiter geht's. Können wir da vielleicht noch hin? Da ist noch ein einzelnes Häuschen, das möchte ich ja gerne. Ach ne, da kommen wir her. Ah, okay. Dann möchte ich das noch nicht besuchen. Nächster Ladescreen. So. Lass mich in Ruhe, ich wollte nur HP aufsammeln. Spring bitte vor den Wagen, wenn du springen willst. Und dann haben wir da den. Ach ne, hier komme ich auch. Ne. Komme ich nicht her, aber. Will ich hier hin? Hallo. Ja, doch, ich glaube, ich bin hier richtig.
Weiß nur, wie komme ich hier hoch? Hier komme ich hoch. Ah, aber ich erinnere mich hoch, dass ich das Auto hier nicht besser stehen lasse. Lasst euch ruhig alle abernten. Fall runter, ja, ich mag das. So. Genau, und jetzt dürfen wir es nämlich selber als Kranführer probieren. Wenn das nichts ist. Die Leiter funktioniert jetzt auch. So. Ah, wir haben ihn erwischt, sehr gut. Kann man den da hinten auch rüber transportieren, rüber schieben. Oh, das Tor geht durchs Dach. Ich habe mir beim Mappen nicht ganz so genau genommen. Ja, der Container hält da bestimmt sehr gut dran. So, wir müssen noch die Brücke öffnen. Oh, selbst das gab ein Achievement. Ich habe beim Durchgucken der Achievements habe ich gedacht, das hier wäre, dass ich in Ravenholm drei Typen auf einmal mit dem Auto erschlage. Scheinbar ist es nur drei Typen hier mit zu töten. Aber gut, haben wir geschafft. War jetzt auch nicht sonderlich schwer. Die haben uns ja eh keinen Schaden machen können. Oh, oh, oh. Boah, Feuer mit Feuer bekämpfen, wa? Okay. Ich glaube, wir müssen mit dem Auto außen. Ne, wo müssen wir denn langfahren? Ach, das Tor machen wir bestimmt gleich auf, hä? Mal gucken. Betätigen wir erstmal die Schalterchen. Hallo, ich bin sicher, ich habe euch den Schutzpunkt wiedergeholt. Ihr könnt euch wieder hier verbreiten. Die Combines sind tot. Ja, auch der rote. Irgendwie funktioniert das Funkgerät nur, wenn NPCs den benutzen. Ich hätte den jetzt ja gerne den Schutzpunkt zurückgegeben, ich meine. Man hat hier einen Kran, den will man noch wieder haben. Gut, ich mach das Fahrzeug erst frei. Nein, das Ding wollte ich weghaben. So.
So. Jetzt können wir aber fahren. Dong. So. So. Schade, dass bei solchen Sprüngen die Kamera so nach hinten schlägt. Dann sieht man gar nicht so viel. So, ich werde noch einmal hier proben, das Gelände fahren. Nicht, dass hier noch ein Landerstützpunkt ist, den wir übersehen. Halte ich wieder für unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Dö. Gut, da vorne geht die Straße etwas hoch, oder wer? Kommen wir mal drüber. So, weiter geht's. Gibt es irgendwo Raketen zum Nachladen? Hier gibt es Raketen. Ups, die wurde abgeschossen. Nein. Aha. Getroffen. Aber es war ja keine Munition mehr. Da sind noch zwei Schuss. Ah, sehr schön. Roms. Zerschellt ist es. So, und jetzt müssen wir hier auch noch eben die Straße frei machen. Ist nicht sonderlich umweltfreundlich, was wir hier tun. Aber es macht dafür umso mehr Spaß. Ja, ja, ja. Weg mit dem Auto, weg mit dem Auto. Ab ins Meer damit. Die komplette Erde hat momentan mehr Sorgen, als dass da noch eine Handvoll Autos im Meer liegen. Komm, ich möchte dich drüber haben. Sehr schön. Bisschen Schrott da unten. Das ist kein Schrott, das ist ein neues Wohngebiet für tausende von Fischarten. Die haben dann da Höhlen und alles drin. Das ist ja... Sieht man ja auf manchen niedergegangenen Kreuzern und was weiß ich, was da plötzlich alles für eine Tierwelt in den Schiffen wohnt. Das ist ja... Ich schaffe hier quasi Lebensraum. Sofern das Öl dann irgendwann mal komplett ausgeleckt ist aus den Autos. Dann wird das wertvoller Lebensraum. Ich bin mir sicher. Was? Ihr seid nicht runtergefallen? Kann nicht sein. Wertvoller Lebensraum. Oh. Mir hätte es auch noch mal Munition gegeben. Sehr praktisch. So. Lebensraum haben wir geschaffen. Soll erstmal reichen. Gute Tat für heute ist vollbracht. Ein Auto am Straßenrand mit einem Lambda-Symbol. Da lass uns zweimal bitten. Das besuchen wir. Liegt doch schon etwas länger hier. Hm? Dass die ganzen Kommas die Zeichen nicht sehen oder ignorieren. Und wobei die Leute dahinter sind tot und die Supplies interessieren die auch nicht. Hm? Und die wissen nicht, dass ich mich ja jedes Mal wieder vollheile. Die jagen mich mit allem, was sie haben, aber nehmen meine Ressourcen nicht weg. Das war ungefähr gewollt, weil dafür die Leitplanke. Wollen wir eben gucken, ob das was mit auf sich hat. Ja, ich versuche gerade verzweifelt alle möglichen Easter Eggs zu finden, ich weiß wohl. Macht aber nichts. Da müsst ihr durch. Ihr habt keine Wahl. So. Tunnel geschafft. Noch ein Auto, was frei rumsteht. Oh. Ich hab hier gleich gerade was rum. Ich hab da trotzdem Dinge in meinem Auto.
Naja, fahren wir mit Roller Mine am Auto weiter. Funktioniert auch einigermaßen. Machen wir einen auf Lowrider. Okay, jetzt müssen wir doch mal eben gucken. Jetzt müssen wir hier nämlich stehen bleiben, dann können wir die Roller Mines auch entsorgen. Und die sind ziemlich einfach zu töten. Die mögen nämlich absolut kein Wasser. Was ich von meinem letzten Playthrough weiß. Ups. Hörst du bitte auf, meinen Wagen zu begatten? Unglaublich, diese Gegnertypen. So, erstes Warenhaus, Lagerhaus, Garage. Haben wir hier Tolles, da ist nichts drin, da ist nichts wunderbar. Fahren wir weiter. So, werde ich das Auto ein bisschen weiter mit nach vorne zum, zum Häuschen hin. So, schick einparken, wunderbar. Gibt da noch mehr für mich? Nee, gut. Ah, ich höre noch Schritte. Also die mit den roten Augen sind etwas stärker scheinbar. Und haben eine Shotgun in der Hand. Braucht mal zwei Schüsse. Das ist auch noch nicht so schlimm. Ja, was noch? Ach, jetzt hast du die Tür blockiert, du Arsch. So. Muss ja noch gucken, ob es hier was Schickes drin gibt noch. Guck mal, da haben wir noch Energie. Der eine paart sich mit dem Auto, das andere Ding paart sich mit der Tür. Was ist denn hier los? Eieiei. Na gut. Wie sie wollen. So, dann fahren wir weiter. Hier gibt es sonst nichts zu holen scheinbar. Ah, die Straße wieder frei. Bisschen Habitat für diverse... So, Fresse halten. Tot umfallen, durch die Gegend fliegen. Oh, Habitat, Habitat, Habitat. Bla bla bla. So. Schreiben mir wieder Leute. Ah. Hier ist sonst nichts mehr zu holen, außer dass wir mal eben. Ob das Ding den hochschießt. Nee. Ich möchte aber trotzdem behaupten, dass das geskriptet war. Die Physik Engine funktionierte ja eigentlich etwas anders. Aber gut. Sah trotzdem lustig aus. Außerdem ist das Fass gerade nicht bei der ganzen Explosion mit entzündet. Das war auch komisch. Aber dann würde man den tollen Effekt ja nicht sehen, den wir da geskriptet haben. So. Da vorne wieder eine feindlich gesinnte Stadt. Die können wir noch platt machen. Das müssen wir wieder hier ein bisschen für Fischhabitat sorgen. Kann nicht angehen, dass die Fische nichts zu wohnen haben. Der ganze Meeresboden, habt ihr vorhin gesehen, der ist komplett flach. Die haben sich ja gar keine Möglichkeiten, sich irgendwie vor Fressfeinden zu verstecken. Da sind so ein paar Autowracks genau das Richtige, was unsere Fische brauchen. Das ist also... Könnt ihr bestimmt den Biologen eures Vertrauens fragen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Nachteile hat. Oh, da oben ist noch was zu holen. Bla bla bla. Ah, guck mal. Oh, neue Waffe. Eine neue Waffe. Ich kann snipern. Petrol.
Lol. Jetzt sind sie alle in heller Aufruhr da. Ja, daneben. Komm, zeigt euch doch. Schisshasen, ey. Muss ich doch wieder auf Tuchfühlung gehen. Ich glaube, da können wir nicht durchfahren, hä? Nee. Durchlaufen kann ich da auch nicht. Dann laufe ich halt drumrum. So. Wieder der Reihe nach alle Häuser abklappern. Ich will ja nichts verpassen. Och, geh doch nicht weg. Na, wo bist du? Okay, ins Gesicht. So, alles tot. Ich bin für 10 Minuten noch leider nicht für euch erreichbar. Ich muss mal eben hier weiter aufnehmen, weiter spielen, Leute. Kann ja nicht angehen. So, gibt's hier drin noch was Schickes? Ein paar HP, sehr schön. Ein paar des Nix. Tankstelle ist nix. Ja, ein bisschen Shotgun-Muni, ist auch schön. Wo kann ich das ausstellen? Hinten haben wir Fahrzeug direkt, oder muss ich den kaputt machen? Ah, da hinten, da war ein Stopper hinter den Hinterachsen. Geht das kaputt, wenn das Laufen ins Wasser fällt? Oh ja, sehr geil. So, und jetzt dürfen wir hier auch weiter vorkommen mit dem Fahrzeug. Ja, die Energiebarriere ist weg. Wunderbar. Führerschein und Lotto gewonnen. Oh, 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 oh. Was sehen denn meine Augen da? Dahinter liegt Krams. Wo kommen wir denn da hin? Da kommen wir raus, aber nicht rein. Wie kommen wir da rein? Da ist auch ein Lambda-Symbol dran. Wie kommen wir da rein? Ich will da rein. Okay, dann müssen wir uns halt irgendwas sammeln, irgendwas holen, um uns da rein zu bewegen. Nee, ich hätte gerne irgendwie ein Fass, ist doch gut, oder? Ah, machen wir noch eins. Was noch steht. Mal gucken, ob wir noch nicht reinkommen. Guck mal, das hätte ich schon fast übersehen. Und ich bin mir sicher, dass es noch verstecktere gibt. Aber den hier haben wir noch gesehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den kannte ich, glaube ich, auch noch nicht. So. Jetzt geht's aber weiter. Mein Armaturengrid ist relativ einfarbig geworden, aber gut. Solange der Tempozeiger am Anschlag ist, machen wir alles richtig. Kombinschiff. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Munition vom Raketenwerfer. Ja, hier ist auch keine. Fliegt das Ding einfach weg? Ey! Ich wollte dich abschießen. Das haben wir nicht gewettet. Autsch.
Ist nicht. Maestro. So, mal gucken. Drin ist nichts mehr. Das erste Haus hätten wir abgeschlossen. Fresse halten. Hier ist Munition. Naja. Das ist ja eben abgedampft. Gut, da wollen wir auf jeden Fall hoch. Da sieht wieder die Krams. Mal ein bisschen so ein Tischchen. Ah, hier ist noch mehr. Sehr gut. Das war's. Oh. 1, 2, 3. Ach, wie hab ich den denn gerade übersehen? Das ist auch nicht so schlimm. Wir lassen ihn aber stehen, hä? Soll er da oben sich mal austoben? Wo war die Haustür? Hä? Ach da. So. Und jetzt geht's da oben über die Eisenbahnschienen weiter. In einem Speedrun von Half-Life 2 habe ich gesehen, wie jemand sich einfach mit der Gravity Gun und einem Verkehrsschild über die Absperrung da vorne rüber schießt. Da ist nämlich wieder so eine Energiebarriere. Das ist sehr zeitsparend. Wir hingegen nehmen den normalen Weg, nehmen diese Tür, laufen da komplett rüber, klettern da rüber bis ans andere Ende, kappen die Stromversorgung und rennen wieder zurück. Und dieser ganze Scheiß dauert demnach auch etwas länger, als wir jetzt noch Zeit haben. Wir können uns noch mal eben bis zur Tür oder sowas kämpfen. Irgendwie scheint es hier runter zu gehen. Beziehungsweise man hätte auch an dem Haus runtergehen können, aber ich möchte ja den da entsprechend begrüßen. Oh, eine Rakete reicht für die. Na gut. So. Nein, ich möchte dich schlagen. So, da kann man auch weiter runter scheinbar. Ob es da noch was gibt. Ich sehe so erstmal nichts. Hier kann man sich nochmal entsprechend voll heilen. Dann geht's los. Den Part seht ihr allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken von Part Nummer 6. Part 7 kommt wie gewohnt morgen. Und bis dahin. Tschüss.